So, dann tun wir mal rein die Schüchen und die Flügel. Wo sind die denn jetzt? Achso, die habe ich noch an. Alles klar. Okay. So, Flügel auch rein. Zack. Ich brauche auf jeden Fall jede Menge Level. Warte mal, ich sollte mal, glaube ich, erstmal jetzt, bevor ich irgendwas anderes mache, meine 27 Essenzbeerenbüsche, die ich habe, eben mal einmal anbauen. Oder? Würde ich sagen. Dafür nehmen wir mal schwarzen Granit. Ganz kurz mit. Dann hatte ich doch hier schon mal so einen Raum. Da unten war doch noch so ein Raum, der hat jetzt irgendwie noch keinen besonderen Zweck, den der so erfüllt. Den können wir doch super nehmen, um da mal eben die Beeren anzubauen, oder? Und zieh mal eben hier schnell den Boden rein. So, okay. Dann machen wir die Fackel weg. Die hängen wir so lange hier hin. Die machen wir auch weg. Zack. Zack. Dann ziehen wir ganz kurz den Boden durch. So. Hoppala. Das war nicht so gut. Okay. So. Zack. Und dann können wir hier doch wunderbar die Beeren hinmachen. Lass mich mal kurz überlegen, wie das jetzt nochmal war. Man muss, glaube ich, Steine... Ist so dunkel hier drin, ne? So. Wir fangen mal... Das ist alles nur provisorisch jetzt hier gerade. So. Glaube ich. Oder? Ist das jetzt richtig, was ich hier mache? So. Und dann kann ich doch die Büsche nehmen und hier draufsetzen. Genau. So. Zack. Und dann kann ich jetzt hier den wegmachen. Und den dann da dran setzen. Genau. Den wegmachen. So. Geht das so? Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Okay. Das machen wir eben ganz kurz hier. So, den dahin. Den dahin. Gut. Wir können auch hier direkt Dreier machen. So, zack. Zack. Dann machen wir die Reihe weg. So, so. Au. Oh. Scheiß Büsche, ey. Es müsste eigentlich so funktionieren, oder? Glaube ich. So. Zack, zack, zack. Ich weiß es gar nicht genau. So. Jetzt haben wir noch 8 Stück. Können wir nochmal 2 machen. Wo sind denn... Achso, der zieht die automatisch immer in den Rucksack rein, ne? Ja. So. Zack. Zack. Und zack. So, dann machen wir die jetzt da oben drauf. So. So. Dann kommen die weg. So.
Zack. Zack. 1, 2. Und die noch weg hier. Zack. Zack. Au. So. Dann kommen die dahin. Jetzt muss das hier natürlich absolut dunkel sein in dem Raum. Sonst wachsen die nicht. Eine Fackel hier, so. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Und die machen wir auch weg. So, und dann ist es hier jetzt stockeduster drin. Dann machen wir den hier. Ist noch eine Tür zufälligerweise mit? Nein. Komm, dann machen wir es jetzt wenigstens richtig. Holen wir eben eine Tür. Kann ich hier. Ne, so hoch kommt er nicht, ne? So, warte, wir holen mal eben eine Tür. Habe ich hier noch eine? Tür des Zimmermanns, genau, eine haben wir noch. Und dann brauchen wir noch ein paar Ziegel. Schwarze Granitziegel. So. Lululululu. Und dann, und dann, und dann, und dann. Machen wir hier mal eben. Zack. So. Dann nehmen wir die Türe. Machen die da rein. Zack, zack. Und dann brauche ich einmal den Hammer. Da ist der Hammer. Das ist ja der Hammer. So. Zack. Ja, ist doch relativ dunkel jetzt hier drin. Ich denke, da sollten die Büsche doch wachsen. Oder? Ich weiß halt nicht, wie lange die brauchen zum Wachsen, aber ich denke, die werden relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber lassen sie mal machen. So. Okay, was hat er hier? Hallo. Er will immer noch Mais für Emeralds. Gut. Wie viel? Hä? Wo sind denn meine Essenzbeeren hin? Habe ich die wieder weggelegt? Ah ja. Gut, habe ich wieder weggetan. Was machen wir jetzt? Jetzt tun wir erstmal wieder hier den Gekrempel wieder weg. Granit. Zack. So. Dann geht's weiter. Und zwar machen wir jetzt noch. Was machen wir jetzt noch? Ich würde sagen, wir nehmen mal erstmal das hier. Und gucken dann mal. Verstärkt 2 haben wir jetzt. Verstärkt 3. Oder? Schnelligkeit. Ich würde halt ganz gerne springen hier drauf machen. Wo sind denn meine Schuhe? Die habe ich an. Springen. Brauche ich nochmal einen Kolben. Und 15 Level. Und lass mich raten, danach brauche ich nochmal einen Kolben, richtig? Das heißt, wir bräuchten jetzt theoretisch 2, 4, 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 8. Und 6 Hölzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Redstone haben wir noch genug. Und 2 Eisenbarren. Kolben. Machen wir sofort 2 Stück. Dann gehen wir hier wieder am Amboss. Schuhe, 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 Schuhe. Da sind sie. So. Was wollte ich denn jetzt? Achso, hier. Ja, alles klar. Muss man mal eben ein paar Level reinhauen hier. So. Nicht zu viele. Dann nehmen wir hier die Schuhe und den Kolben. Springen 2. Sehr geil. Nochmal 15 Level reinhauen. So. Schuhe. Zack. Kolben. Ah, das kostet 20 jetzt. Alles klar.
Oh, reicht aber so gerade eben noch, ne? Zack. Und wo ist er? Da. So, zack. Jetzt haben wir Springen 3. Geht's eigentlich noch besser, oder? Erhöht Schreit- und Sprunghöhe, erlaubt Dreifachsprünge. Ich glaube, 3 ist das höchste bei Springen, ne? Dann gucken wir eben. Oh, es regnet. Oh, ne, es regnet. Oh, ne. Boah, geil. Oh, geil. Wie geil ist das denn, ey? So, dann muss man eben ein paar Burger essen. Cheeseburger. Gut. Jetzt habe ich natürlich auch meinen Fallschaden, wird auch reduziert dadurch, oder? Probieren wir das mal eben aus hier. Einmal hier runterspringen. Ja, geil. Das ist geil. So, warte mal. Jetzt gehe ich mal eben kurz pennen, damit der Regen aufhört. Ach ne, das Bett ist ja oben. Okay, dann gehen wir nach oben. Ich muss hier nochmal so einen Teleporter hinbauen. Zack. Du kannst nur nachts schlafen. Ja. Aber es hört auch gerade auf zu regnen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Geil. Geil, geil, geil. Oh, dieser Dreifachsprung ist ja cool, ne? Komm hier hoch. Jetzt könnte ich sogar theoretisch da oben raufspringen. Jawohl, sauber. Geil. Oh, geil. Das ist geil. Das war mal wieder eine gute Entscheidung von mir. Ja, das ging, hat nicht ganz funktioniert. Sauber. Endcool. So, das gefällt mir doch schon mal wieder. Gut. Dann machen wir als nächstes, wir haben natürlich jetzt kein Level mehr. Das heißt, mit der Ausrüstung weitermachen wird erstmal schwierig. Deswegen tun wir die erstmal wieder da rein. So. Könnten wir eigentlich jetzt mal eben ein paar Monster klatschen, oder? Warte mal, komm, wir ziehen das Ding mal an. Und dann müssen wir gleich mal so ein Ladegerät bauen, glaube ich. Dass, wenn wir hier unten rumlaufen, automatisch aufladen immer. So, warte mal ganz kurz. So, Entschuldigung. Ich musste gerade einmal ganz kurz husten. Oh, da ist sie, die Rüstung. Warte mal. Geil. 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 Jetzt könnte ich auch hier hochspringen, ne? Ja, genau. Oh, super. Ha, herrlich, freue mich. So, jetzt machen wir mal eben Habe ich das jetzt richtig geschrieben überhaupt? Kulti 1. So, da können wir nämlich auch gleich mal eben den Cleaver ausprobieren. Und ein paar Monster klatschen. Ah, das wird toll. Guck, wir laufen hier gerade schon wieder welche rum. Muss mal aufpassen, irgendwo im Haus müssten hier wahrscheinlich auch welche spawnen, weil nicht alles genau hundertprozentig ausgeleuchtet ist. Zum Beispiel hier unten. Obwohl, ne, hier geht's noch, ne? Hier müssen wir auch unbedingt zubauen. Und hier müsste eigentlich alles gut sein. Ich kann ja noch ein paar Fackeln dahin schmeißen. Nicht, dass hier dann noch einer rauskommt. So, zack. 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 Das müsste eigentlich reichen so, oder? Was meinst du? So. Jetzt los, Monster. Ich nehme mal vorsichtshalber, glaube ich, das Goldschwert mit. Für den Fall, dass dann doch nochmal ein Werwolf kommt. So. Goldschwert ist am Start. Müsste mal wieder repariert werden. Das machen wir mal eben.
Gold, Gold, Gold. Müsste eigentlich reichen. So. Gold. Gold. Erfahrung 3. Nein, ich kann es nicht reparieren. Ich könnte mal einfach ein neues bauen, oder? Schwert. Wie war das nochmal? Oh, das ist wieder so lange her. Goldschwert. Ach, 2 Gold brauche ich dafür nur. Na komm, machen wir irgendwann mal bei Gelegenheit. So. Goldschwert. Goldbarren tun wir wieder rein. So. Es wird langsam Nacht. Es ist Nacht. Da hinten. Oh, da ist schon der erste Werwolf. Ach, ey. Na komm. Jetzt so, dass die Viecher nicht reinkommen. Komm, Werwolf, wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Ah, du Arsch. Down ist er. Geil. So, jetzt kommt hier. Da ist nochmal ein Nicht-Verwandelter. Geil. Komm her. Alle. Au. Oh, was geht denn hier ab? Seid ihr bescheuert? Alter Schwede. Hier ist ja alles voll. Hier ist alles voll. Aber hier kannst du. Ah, hier kann man gut ein paar Level machen. Jetzt haben wir schon 4 Level aufgebaut. Du bist ein normales Pferd, ne? Wild Horse. Ja, du darfst leben. So. Dann gucken wir mal, was wir hier noch Schönes kriegen. Was haben wir denn bis jetzt schon hier? 2 Zombie-Köpfe, 2 Skelett. Oh! Das war ein Creeper. Okay. Da ist noch ein Skelett. Was ist das? Oh, oh, ein Werwolf. Oh, oh. Wo bin ich? Alter! Alter! Willst du mich verarschen? What? Wie viele Endermänner sind denn hier? Zack. Geil. Der Cleaver ist der Hammer. Komm her. Nice. Creeper. Down. Boah, geil. Alter, wie geil ist der Cleaver denn, ey? Das ist ja der Hammer. Der ist echt der Hammer. Alter Schwede. Oh, da ist noch ein Werwolf. Hallo. Ciao. Warum spawnen denn hier bei mir so viele Monster? Das gibt's doch gar nicht. Das ist noch ein Creeper. Und Skelett. Und ein Pferd. Alter, was geht hier ab? Da sind noch 2 Skelette. Ciao, ciao. Geil. Geil. Ich bin gerade immer noch fasziniert von diesem Cleaver. Der geht mal sowas von ab. Die Schuhe sind auch ganz geil. Zack.
noch einen Kopf? Oder haut nur Köpfe raus hier? Da ist noch ein Creeper. Ciao. Werwolf. Creeper. Aua. Zombie. Warum spawnen denn hier so viele Monster? Das gibt's doch gar nicht. Da oben ist noch ein Creeper. Da ist noch ein Creeper. Ist alles voller Monster, ey. Das ist ja der Hammer. Da ist ein Creeper. Down. Creeper-Kopf. Geil. Drehst dich einmal um, zwei Skelette. Oh nein. Au. Da ist ein Enderman. Komm her. Wo ist er? Komm her. Komm. Ich höre dich doch, mein Freund. Komm. Ah, nice. Oh, nice. 9 Enderperlen mal eben geholt. Das ist geil. Und Level 11 wieder. Sehr schön. So. Ich glaube, meine Schuhe. Was ist das? Das ist eine Kuh. Au. So. Das macht voll Spaß so. Das macht total Spaß. Geil. Hier runter. Wo denn? Nach da oben. Ciao. Voll cool. Noch eins. Vor allem gibt es jetzt auch total viele Items dafür dann immer, ne? Zombie. Ciao. Level 13 wieder. Geil. Pferdchen. Da kann ich jetzt auch zwei Blöcke eigentlich hochgehen? Ne, kann ich nicht. Okay. Strom ist komplett runter. Sehe ich gerade. Müssen wir dann mal wieder aufladen. Geil. Ich feiere das gerade mal wieder total. Also jetzt kannst du nämlich nicht mehr so hoch springen. Ich glaube, ist das da? Ach, das ist die Blume. Oh, ich dachte schon. Da ist noch ein Skelett. Eins Skelett. Und wieder Kopf gedroppt. Da ist noch ein Enderman. Komm, Enderman. Komm, komm. Nicht wegteleportieren, bitte nicht. Bitte nicht, ich will deinen Kopf haben. Hast du mich getriggert? Und komm, zeig dich, mein Freund. Haut ab. Schade. Sehr schade. Hier ist aber noch ein Zombie. Tück. Ein Skelett. Guck mal, das ist im Wasser. Hallo. Wie geil. So. Ja, das ist doch schön. Das ist doch mal eine nice Ausrüstung jetzt. Aber Problem ist natürlich jetzt, wenn die Schuhe keinen Strom mehr haben, dann geht damit gar nichts mehr. Dann sind die quasi nutzlos. Okay. Ja, so, das war doch mal, die erste Nacht ist doch mal ganz gut. 9 Enderperlen haben wir, ein Creeper-Kopf, 3 Zombie-Köpfe, 4 Skelettköpfe und noch ganz viel anderen Stuff.
Alter. Glücksschärfe Köpfen. Irre. Irre. Das ist total irre. Jetzt habe ich so viele Sachen, da weiß ich bald gar nicht mehr, wo ich damit hin soll. Muss mal gucken, ein paar Sachen können wir mit Sicherheit sofort irgendwie mal weg entsorgen. Ach, zwei Enderman-Köpfe habe ich sogar. Geil. Dieser Creeper-Kopf. Zombie-Kopf hatte ich doch auch schon irgendwo, oder nicht? Skelettschädel. Da unten. Zombie-Kopf 10, 13 habe ich jetzt. Enderman habe ich 3, 5. Oh. Skelett. Was können wir noch hier rein? Die Enderperlen kommen da rein. Ich müsste das mal irgendwie automatisieren. Was ist das denn? Heart of Darkness? Okay. Wofür auch immer man das gebrauchen kann. Ich pack's mal weg. Eine Kartoffel. Spinnenauge. Hab ich nicht schon Spinnenaugen hier gehabt?